Ich würde sagen, ja, moin, meine Meisterin, und was geht, meine sehr geschätzte Krypto-Gang? Freunde, neuer Tag, neue Ereignisse auf unserem geliebten Kryptomarkt. Was haben wir heute im Angebot? Ethereum ist jetzt anscheinend tatsächlich final ready für den Merge und Proof of Stake. Natürlich haben wir den gerade gut performenden Markt, wie angekündigt, Freunde, aufgrund der Inflationszahlen aus den USA. Wir besprechen da natürlich, wie es jetzt eventuell weitergehen könnte. Und Ripple will Celsius kaufen? What the fuck? Alles wie gewohnt, Freunde, ihr kennt das nach dem Intro. Hello, Krypto-Gang, greet. From Starbucks. Genau. Hallo in die Runde. Was geht bei euch, Freunde? Kurz vorweg, bevor wir mit dem Ethereum-Kapitel starten, Freunde. Über Instagram habe ich es ja schon bekannt gemacht. Da mache ich groß mit Active, werde wieder direkt an, Freunde. Ich mache es jetzt hier auch nochmal eben bekannt. Wir hatten die letzte Zeit oft angekündigt, dass hier in Zukunft eine Partnerschaft folgt, die etwas mit Gold, einem Gold-Krypto-Projekt zu tun haben wird. Ja, ich sag mal jetzt einfach mal ganz schnell, das Ding ist vom Tisch. Tatsächlich jetzt nach mehreren Wochen der Verhandlungen und Gesprächen sind uns bei der Unternehmensbewertung und Research, Due Diligence etc. einfach zu viele Ungereimtheiten in die Hände gefallen. Somit haben wir die ganze Geschichte und die Verhandlungen gestern gecancelt. Diese Partnerschaft wird nicht zustande kommen. Tut mir leid für alle, die sich gefreut haben. Aber Freunde, wir müssen es aber so sehen, es dient unserer aller Schutz. So, Ethereum, da sind wir, soll jetzt wohl tatsächlich endlich ready für den Umstieg auf Proof of Stake sein. Nach gefühlt 3 Jahren kann man schon was sagen, Freunde. Die letzte Bewährungsprobe für den Merge wurde anscheinend erfolgreich absolviert und angepeilt ist jetzt für die finale Umstellung wohl irgendwas Mitte September. Natürlich hat das vor allem bei Ethereum jetzt für ein sehr, sehr gutes Kursplus gesorgt. In den letzten 24 Stunden wirklich schon mit beachtlichen Kursgewinnen knabbern da jetzt wieder an der 2000er Marke. Die wird psychologisch sehr, sehr wichtig für uns alle sein. Und gleichzeitig hat Ethereum damit jetzt auch übrigens andere DeFi-Protokolle und Projekte mit hochgerissen. Dazu aber gleich mehr, wenn wir uns den Markt angucken. Wichtig ist jetzt zu sagen, liebe Freunde, nicht, dass das jetzt irgendwie im Nachhinein für Missverständnisse sorgt oder so. Es wurde bislang kein echtes Datum für die Umstellung genannt. Aussage ist, beziehungsweise Fokus legt man irgendwo auf Mitte September. Das ist grob gesagt eine optimistische Schätzung, eventuell auch hoffentlich eine realistische Schätzung. Aber ihr kennt das alle bei Ethereum. Wir hatten das schon 15 Mal oder so gefühlt, soll aber diesmal wirklich gut aussehen und machbar sein. Mir persönlich, wenn man mich jetzt fragt, ist auch eigentlich egal, wie die ihre Blockchain jetzt mit der Beacon Chain verschmelzen lassen. Das sind in der Regel eh so technische Prozesse im Hintergrund, dass wir das eh alle nicht verstehen, selbst wenn man uns erklärt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, oder? Dieses ganze technische Pipapo immer. Ich will einfach nur, dass es passiert. Und das wird wirklich gut. Für den Kurs sowieso, Freunde, aber für uns alle, diese massiven Gebühren werden massiv günstiger werden. So viel ist ja schon mal sicher, weil aktuell 15 Transaktionen pro Sekunde auf der größten Plattform da draußen für DeFi, NFTs und was nicht alles, ein riesiges Universe, okay? Es ist zu wenig. Es kann im Prinzip nur besser werden. Und ja, ich weiß, Öko und so ist auch ganz wichtig. Die sparen dann da jetzt auch 99% ihres Verbrauchs ein und so. Juckt mich persönlich, aber ehrlich gesagt, kein bisschen, Freunde, ich bin nur ehrlich. Ich will am Ende als Investor, dass der Kurs steigt und profitabel für mich ist. Und das wird er. Und ich will, dass die Kosten günstiger werden. Und das werden sie. Und dann sind wir doch alle hoffentlich abschließend sehr, sehr zufrieden. So, dann gucken wir mal eben auf den Gesamtmarkt, würde ich sagen. Wir stellen fest, wie gestern im Video angekündigt, ist es tatsächlich eingetreten. Die Inflationszahlen gehen in den USA zurück, mehr als erwartet tatsächlich sogar. Das beflügelt den DAX, das wiederum beflügelt den Nasdaq, also das ganze Gedöns rund um Tech-Aktien. Bitcoin korreliert nun mal am meisten zu Tech-Aktien, also zum Nasdaq. Demnach beflügelt das auch Bitcoin. Und wenn Bitcoin beflügelt wird, Freunde, ihr merkt schon, kettenreaktionsartig und so, beflügelt das im Prinzip alles und auch unsere Altcoins. Dabei fällt aber auf, dass DeFi-Plattformen prozentual trotzdem noch mal ein bisschen besser performen als andere Kryptos. Warum? Wegen, wie eben schon gesagt, Ethereum. Also eine kettenartige Reaktion irgendwie. AAVE, Solana, Ethereum Classic, Nexo, was mich persönlich freut, weil ich drin bin, das sind alles so Kandidaten, die mehr auffallen als andere, weil die im zweistelligen Prozenterbereich Kursgewinne aufweisen. Ist auf jeden Fall jetzt gerade eine gute Entwicklung. Und dann einer der einzigen, wo ist er denn? Ist er jetzt noch auf 100? Ja, ist noch auf 100. Einer der einzigen, der im Minus ist, natürlich Cardano, Alter. Ist gerade auch auf dem besten Weg, aus der Top 100 rauszufliegen. Ich glaube das alles nicht. Ich kann das auch nicht mehr, aber ist echt ein Trauerspiel, Freunde. Naja, dann darf man sich aber natürlich auch mal die Frage stellen, und die wird mir auch oft gestellt, also wie geht das denn jetzt weiter? Bleibt das jetzt so? Steigt ab jetzt wieder alles? Es macht sich ja so eine gewisse Euphorie im Markt breit. Und Digga, ist das denn jetzt der Anfang des Bullruns?
Und eigentlich kann man das ganz klar mit Nein beantworten. Ist zumindest schon mal eine gute Nachricht für die Schnäppchenjäger unter uns, die wirklich jeden Einstieg gefühlt verpasst haben und unter die Videos schreiben, dass sie hoffen, die Kurse sinken nochmal. Kleine Randnotiz an der Stelle, da mache ich groß mit Activated. Irgendwann sollte man dann auch mal anfangen zu kaufen. Ist nur so ein kleiner Tipp, da noch auf die wirklich allerletzte Dezimalbruchzahl zu warten im Centbereich und vor lauter Gier immer zu sagen, ja, das geht aber noch tiefer. Ja. Ich weiß ja nicht, Freunde, also so kann man sich am Ende dann auch irgendwie kein vernünftiges Portfolio aufbauen. Ist natürlich nur meine Meinung. Aber zurück zum Thema, ist das jetzt der Bullrun und so? Meiner Meinung nach ganz klar nein. Also schaut mal, in diesem Markt hier, Kryptomarkt, ja, hängt alles im Prinzip von irgendwelchen Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Eventualitäten ab. Es gibt immer mehrere Optionen, wie es weitergehen kann, könnte und wird. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen Chartanalysen und legen sich auf ihre Meinung fest und sagen, ich lese im Chart dies und lese jenes und nach Elliott Wave Technik angewendet, erwarten wir jetzt vermutlich, dass es so oder so kommen wird. Und das verwirrt viele Menschen, die meisten, zumindest auch Anfänger im Markt, die eigentlich sich auf alles nur berufen, was in diesen besagten YouTube-Videos oder auch in meinen Videos passiert und so, sich selber aber gar nicht so sehr in die Materie reinklammern, die verwirrt solche Aussagen, weil der Analyst sagt das und schlimm wird es dann, wenn man sich wirklich darauf festnagelt und sagt, ja, ich warte jetzt aber wirklich auf Bitcoin 13.000, weil Analyst so und so hat das gesagt und ich vertraue ihm blind und deswegen kaufe ich nicht bei 15.000 ein, weil ist mir noch zu teuer. Er hat ja gesagt, es geht auf 13. Somit verpasst man natürlich wieder jeden Einstieg. Guckt euch einfach mal das aktuelle Weltgeschehen um uns herum oberflächlich nur mal an, Freunde. Auf Langzeit kannst du hier im Prinzip nichts vorhersagen. Es ist unmöglich. Punkt. Das Wort Wahrscheinlichkeit, von dem ich gerade gesprochen habe, hängt momentan in diesem Markt hier auch an einem super volatilen Faden. Also wir kriegen nun mal viele Ausschläge von der Makroökonomie. Makroökonomie ist alles, was so ausschlaggebend um den Markt passiert, okay? Weltwirtschaftliche Ereignisse, Inflation, bla bla bla. Und diese Makroökonomie ist zu Zeiten wie diesen, also wie schon gesagt, Inflation, Weltwirtschaftskrise, Krieg Russland, eventueller Krieg China, Taiwan, also da werden gerade massive Militärmanöver und so gemacht, das ist alles keine gute Entwicklung, ist kaum bis gar nicht kalkulierbar. Und ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wir sinken nochmal rapide ab. In Anbetracht, dass die Makroökonomie so viel negativen Input bekommt und noch bekommen wird, demnach Output auf den Markt, Kurse werden sinken. Und naja, auf das war jetzt Langzeit, okay? Auf Wochenbasis können wir aktuell eigentlich immer ganz schön tendieren, ob hoch oder runter. Das hat ja gestern auch super geklappt. Also man guckt sich an, welche ausschlaggebenden makroökonomischen Ereignisse erwarten uns in Zukunft. Da haben wir dann gestern ein Video gemacht, haben gesagt, Leute, 14.30 Uhr wird der Verbraucherindex in den USA bekannt gegeben. Eventuell sinkt die Inflation. Genauso ist es gekommen und somit kann man tendieren, der Markt wird nach oben gehen. Das haben wir gestern gemacht, das ist so eingetreten. Wir haben jetzt nur mal die frischen Zahlen aus den USA, das sieht alles jetzt gerade besser aus. Also wie predicted, es geht gerade etwas hoch. Aber alles über eine Woche Weitblick hinaus, und das ist wieder nur meine persönliche Meinung und Erfahrung, ist eigentlich nicht vorhersehbar, weil wir nicht wissen, was noch kommt. Ich zum Beispiel, ich halte es für tatsächlich sinnvoll, dass trotz der rückläufigen Zahlen in den USA der Leitzins noch ein Stück angehoben wird. Dafür kann man jetzt auch sagen, was, Digga? Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das sinnhaft ist. Bumm! Was China da vor Taiwan gerade treibt, ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir wissen nicht, was da passieren wird. Wenn es knallt, bumm! Ausschlaggebend auf den Markt. Aber ich könnte das jetzt fortführen. Ihr versteht schon, was ich damit sagen möchte. Es sind zu viele nicht einplanbare Ereignisse und Szenarien um uns herum. Also gibt es ganz, ganz viele mögliche Auskommen, die wir haben. Also werden wir wahrscheinlich noch die ein oder andere Chance bekommen, günstig zu kaufen. Aber dann muss man auch mal anfangen. Ja, also ich warte jetzt auf 15.000. Bitcoin geht sicher noch auf 15.000. Ah, okay. Drei Tage später. Jetzt ist er bei 15.500. Da, ich kaufe aber nicht bei 15.500, weil ich bin warte jetzt hier auf 15.000 glatt. Der geht noch tiefer und erst dann kaufe ich. Zack, Bitcoin dreht wieder um und geht auf 20 meinetwegen. Das ist ein irrationaler Teufelskreis. In ein paar Jahren juckt uns nicht, ob wir Bitcoin gefühlt
keine Ahnung, 4 Cent teurer gekauft haben, Mensch. DCA betreiben, liebe Freunde, Dollar Cost Average, also den Einstiegspreis, den durchschnittlichen Einstiegspreis senken, ist meiner Meinung nach der beste Ratgeber, wenn man mich fragt. In Tranchen investieren halt, ja. Hier mal bei 15, da mal bei 17, bei 20, dann wieder bei 16, 8, bei 16, 4, keine Ahnung, scheißegal. Ist aber, wie gesagt, wirklich nur meine Meinung und keine Finanzberatung. Das ist keine Investitionsberatung. Ich rate euch nicht, so zu investieren. Ich sage euch nur, wie ich das mache, was meine Meinung ist. Aber guess what? Leute sollen meinetwegen gerne Stellen nach dem Komma zählen. Im Centbereich. Ich mach persönlich weiter mein DCA, mein Dollar Cost Average, senk meinen Einstiegspreis, den Durchschnitt und katapultiere mich damit schon seit Jahren ins massive Plus. I'm just saying, Freunde. Auch nicht immer alles so festgefahren sehen. Auch ein bisschen entspannter. Dann, Großbett Activated weg, haben wir die Meldung von Reuters tatsächlich, dass XRP eventuell interessiert daran ist, die insolvent gegangene Plattform Celsius zu kaufen. Ich dachte mir so, lol, Ripple Labs soll wohl laut dem Bericht hier Unterlagen an ein Konkursgericht in New York eingereicht haben, in denen die um eine Beteiligung an dem Verfahren beten. Also vom Verfahren Celsius jetzt, weil pleite gegangen und so. Ja. Und Ripple selber sagt dazu, man sei interessiert daran, mehr über Celsius und seine Vermögenswerte zu lernen und ob diese für das Geschäft von Ripple Labs relevant sein könnten. Außerdem sei Ripple aktiv auf der Suche, ist übrigens jetzt ein Zitat, aktiv auf der Suche nach neuen Gelegenheiten für Fusionen und Übernahmen von Unternehmen. Ehrlich gesagt, Freunde, ist das eine sehr, sehr schwammige News ohne sehr viel Substanz. Tut mir leid an die, die jetzt gerade auf den riesigen Kracher hier warten. Muss man echt so sagen, ist nicht viel Substanz, weil mehr Infos haben wir eigentlich nicht. Wir wissen jetzt im Prinzip lediglich, dass Ripple Interesse daran bekundet hat, Celsius zu übernehmen. Auch soweit interessiert ist, dass man am Verfahren beteiligt sein möchte. Und dieser Antrag, der wurde übrigens auch genehmigt von dem New Yorker Gericht. Also Ripple wird sich an diesem Verfahren beteiligen. Wieso, warum, weshalb genau Ripple so ein Interesse an Celsius hat, Freunde, ist Standpunkt heute erstmal nur eine Mutmaßung. Von den Vermögenswerten her würden sich natürlich einige neue Geschäftsfelder für Ripple ergeben. Also aus unternehmerischer und kapitalistischer Sicht macht das schon Sinn. Also die Vermögenswerte intern Celsius wären da jetzt, keine Ahnung, irgendwie Darlehen, Kredite. Celsius hatte ein Bitcoin-Mining-Geschäft irgendwie am Laufen. Auch sehr spannend dann in dem Kontext Ripple und Bitcoin Mining, komisch, aber interessant. Dann hatten die den CEL-Token und so, die Geldbestände, die die wahrscheinlich noch haben. Also keine Ahnung, Freunde, ist durchaus eine interessante Geschichte, aber keine wirklich engeren Infos dazu, die jetzt tiefer in die Materie gehen würden. Trotzdem gut zu wissen, dass Ripple an sich sowieso auf der Suche nach Unternehmensübernahmen ist. Heißt nämlich für uns, Freunde, Ripple will definitiv sein inneres Portfolio vergrößern, will expandieren und neue Geschäftsfelder besetzen. Und was soll ich euch sagen? Sowas machen nun mal erfolgreiche Unternehmen. An sich eigentlich schon mal eine gute Info, die wir da haben. Was da weiter passiert, Freunde, das bleibt selbstverständlich abzuwarten. Ihr erfahrt es dann aber definitiv bei der Krypto-Gang. Und ja, Freunde, gehen wir nochmal einmal auf den Markt. Die Kurse sind grün. Die Kürskin, also die Märkte, sind aktuell fröhlich unterwegs und Ethereum erreicht dicke Meilensteine in Richtung finale Umstellung auf POS, aka Proof of Stake. Das nochmal so als kurze Zusammenfassung des heutigen Tages. Alle, die neu da sind, ich mach Großbett Activated, dürfen den Kanal gerne einmal unten abonnieren. Unterstützt mich auch sehr gerne mit einem Like für den Algorithmus und klatscht einen Kommentar da unten rein, damit die Reise weitergeht, liebe Freunde. Ich würde sagen, kommt gut durch diesen hitzigen Tag. Wird ja jetzt auch irgendwie immer wärmer über die Tage, habe ich mir sagen lassen. Und macht euch einen ganz, ganz entspannten. Dann laufen wir bald auch Richtung Wochenende. Morgen ist Freitag, der kleine Samstag. Ich bin für heute raus, Freunde. Macht es gut, egal was ihr macht. Macht es zumindest gut. Und ich versuche jetzt dasselbe. Ich bin weg. Küsschen aufs Nüsschen. Reingehauen.